Wir haben draußen eine Menge zu tun. Und deswegen sagen wir, Talent ist eine Verpflichtung. Weil ich mir auch immer gesagt habe, Geld ist falsch. Geld macht arrogant. Nein, wir müssen Geld verdienen, viel Geld verdienen, damit wir mehr zurückgeben können. Mit welchen Menschen umgibst du dich? Eine Frage, die ich mir vor ungefähr 3 bis 4 Jahren gestellt habe. Eine Frage, die mein Leben komplett verändert hat. Ohne diese Frage und vor allem ohne den Schmerz dahinter, etwas zu verändern, wäre ich gar nicht da, wo ich heute bin. Wie viele von euch kennen das Gefühl, irgendwie ist es anders bei dir? Irgendwie stimmt aus außen rum bei dir nicht so ganz und du würdest gerne etwas verändern, aber traust dich vielleicht nicht so ganz, diesen Schritt zu wagen. Dankeschön. Und wie viele sagen sich, naja, egal was kommt, mache ich? Sehr geil. Ohne die Menschen, die damals dafür gesorgt haben, dass ich mich kleinreden lassen habe, dass ich mich nicht wohlfühlte, dass ich in mir etwas spürte, das muss etwas raus, aber mich nie getraut habe. Ohne diese Menschen hätte ich es niemals geschafft, so unfassbar viel in mir zu bewegen, das so eine Transformierung zu verändern. Was ist passiert? Als ich auf die ersten Seminare gegangen bin, Gedankentanken zum Beispiel oder Tobias Beck, war das so wie so Disneyland für mich. So irgendwie eine ganz andere Welt. Es war so wunderschön. Wie viele von euch kennen dieses Gefühl? So irgendwie ist es, oh, mega, dankeschön. Und für ein oder andere ist das vielleicht neu. Wie viele von euch ist es neu? Sehr gut. Und ab dem Zeitpunkt, als ich auf dem ersten Seminar war, auf dem ersten Seminar habe ich die Entscheidung getroffen, ich möchte mein Leben nur noch mit Menschen um mich herum bauen, die genauso bekloppt sind wie ich. Vielleicht kennt ihr Menschen, die, wenn du in eine Kneipe gehst, früher, ganz, ganz früher, das machst du ja jetzt nicht mehr, also ihr macht es ja nicht, die, wenn die eine Runde ausgeben, die Person gibt eine Runde aus und dann merkst du, die Person denkt genau das Gleiche, sie möchte auch, dass du eine Runde ausgibst. Kennt ihr das? Ja. Ist das bedingungsloses Geben? Nein. Was wäre denn, wenn wir mal bedingungslos anfangen zu geben? Wenn wir lernen, etwas zu tun, ohne dafür etwas zu verlangen. Und ab dem Zeitpunkt, als ich gemerkt habe, dass das mein Weg ist, dass das meine Werte sind, durch die Seminare und durch die Events, und ich das durchgezogen habe, meine Menschen um mich herum mir angeschaut habe, wer passt zu meinen Werten, ist die Entscheidung gefallen, ich trenne mich von vielen Menschen und es ist ein einziger übrig geblieben. Ein einziger. Er steht übrigens da. Der Christian Stein. Wahnsinnskerl. Ohne solche Menschen kannst du nicht im Leben und beruflich erfolgreich werden. Es funktioniert nicht. Und viele draußen, ihr ja nicht, viele draußen treffen diese Entscheidung nicht, diesen Weg zu gehen. Weil Angst, weil Respekt benötigt ihr einen Schritt zu gehen. Aber wenn du anfängst, auf solche Events zu gehen und dann mal anfängst, nach rechts zu gucken, guck mal nach rechts, oh, du bist ja auch da. Und anzufangen zu schauen, wer ist denn da? Anzufangen, sich die Fragen zu stellen und zu umarmen, dankeschön. Die Person die Frage zu stellen, wie kann ich dir dann helfen? Statt zu sagen, hier, ich habe so ein geiles Produkt, das ist so mega geil, kaufe, kaufe, kaufe. Habe ich früher auch gemacht, ich gebe zu. Und die zweite Frage, die du stellen kannst, auf was bist du denn stolz? Auf was bist du stolz? Wann hast du die Frage mal jemandem gestellt oder wann hast du sie gehört? Was bedeutet das? Das ist Wertschätzung pur. Wenn du das durchziehst, ziehst du Menschen zu dir, mit denen du etwas Großes aufbauen kannst. Und was glaubt ihr, wie viele geile Menschen hier in dem Raum sind, mit denen du etwas Großes aufbauen kannst? Nimm diese Menschen in diesem Raum, lerne sie kennen
und macht euch zusammen groß, damit wir zusammen draußen etwas bewegen können. Wir haben draußen eine Menge zu tun. Und deswegen sagen wir, Talent ist eine Verpflichtung. Weil ich mir auch immer gesagt habe, Geld ist falsch. Geld macht arrogant. Nein, wir müssen Geld verdienen, viel Geld verdienen, damit wir mehr zurückgeben können. Und jetzt möchte ich ganz kurz einmal den Arm hoch. Die Menschen, die mich seit etwa 2 Jahren kennen. 2 Jahre. Dankeschön, steht mal kurz auf, bitte. Ganz schnell. Guckt euch die Person mal an. Das sind die Menschen, die mir tagtäglich in meinen Kopf gekloppt haben, dass das, was ich mache, gut ist, weil ich immer an meinem Selbstwert und meinem Selbstbewusstsein gezweifelt habe. Jeden Tag. Und ohne diese Menschen, die damals an mich geglaubt haben, wäre ich heute nicht hier, wäre ich heute nicht der erfolgreichste Fotograf in der Speaker-Szene, nicht ansatzweise. Gebt denen mal bitte einen fetten Applaus. Gebt bitte meinen Eltern, ich weiß nicht, wo sie gerade sind, einen fetten Applaus. Jens und Melli, gebt denen mal einen fetten Applaus. Du brauchst genau diese Menschen. Ohne diese Menschen kannst du nicht groß werden. Schnapp sie dir hier, fang an, geh in die Umsetzung. Talent ist eine Verpflichtung. Und fang einfach an. Wir müssen nicht perfekt sein. Wenn jeder ein bisschen unperfekt ist, kannst du etwas tun. Dankeschön.